Guten Morgen. Es ist schon 7:30. So lange habe ich schon ewig nicht mehr durchgeschlafen. Richtig gut. Hab gerade die Tür aufgemacht. Ich bin noch in meinem Schlafsack. Aber wie ihr seht, und vielleicht auch hört, es ist herrlich. Ich werde mich jetzt fertig machen, mal eben zum Supermarkt, bisschen Käse holen und dann geht's weiter. Wie ihr sehen könnt, Frühstück ist besorgt. Hab mir jetzt hier ein Ei gekocht. Hähnchenaufschnitt genommen, so Hähnchenbrust anstatt Käse. Schön Kaffee. Bin noch ein bisschen am Lüften, was so die Schlafsachen angeht. Und dann geht's gleich los. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt in Kellenhusen. Den Weg bis dorthin kennt ihr von dem letzten Video. Grömitz bis Kellenhusen. Und jetzt fahre ich von Kellenhusen aus Richtung, ich glaube, Dahme heißt der nächste Ort. Entlang der, weiß ich nicht, Deiche, Strandpromenade. Mal gucken, wie es sich ergibt. Ich fahre wieder ohne Karte, ohne Navi. Einfach ins Blaue. Wetter soll gut bleiben, also daher. Fahren, fahren, fahren. Hier bei diesem Schild muss ich jetzt doch mal anhalten. Fledermausfreundlicher Ort. Sehr schön. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist jetzt hier diese Hauptstraße, die durch Kellenhusen führt. Auch schön gemacht. Der ganze Ort wirkt wesentlich ruhiger und gemütlicher als Grömitz. Trotz allem hat man hier auch diese Einkaufsmöglichkeiten, wie in jedem anderen Ort hier an der Küste wahrscheinlich, der so Tourismus geprägt ist. Aber es wirkt schon alles wesentlich ruhiger, entspannter. Ist schön. Ich verlasse mich jetzt hier erstmal auf die Radwegschilder und guck mal, wo mich die hinführen. Genau hier habe ich das letzte Mal die Radtour ja beendet und hier geht es jetzt auch weiter. Bekommt man da nicht Lust, gleich reinzuspringen? Das ist das, was ich meinte. Es ist hier also wesentlich gemütlicher als die Promenade auch in Grömitz. Es ist alles irgendwie kleiner und feiner. Und trotzdem alles sehr schön. Alleine dieses Licht mit dem Wasser, der blaue Himmel. Was will man mehr, oder? Der Weg da oben in diese Spitze von der Küste führt. Und das werden wir jetzt rausfinden. Nicht, dass ihr euch wundert, weil ich in die andere Richtung fahre, wie ihr an der Brücke vielleicht sehen könnt. Aber ich wollte euch eben hier diese Ecke nochmal zeigen. Ich finde das sehr schön mit dem Platan, wo so Lichterketten drin sind, abends bestimmt auch sehr ansehnlich. Und das kleine Schachfeld. Ich hoffe, dass mit dem Windgeräusch geht, weil ich immer noch nicht das passende Mikro gefunden habe, was ich mir hier gerne an die Kamera machen möchte. Und das, was mir von einer großen Elektrofachmarktkette angeboten wurde, ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Des Weiteren sind überall solche Fischfiguren hier an der Promenade entlang. Gab es gerade schon mal so einen halboffenen Wal. Ich habe gerade gesehen, da rechts, hinter diesem kleinen Wäldchen, könnte man auch schön mit dem Camper die Nacht stehen bleiben, weil das
keine Parkscheinpflicht ist ab 20 Uhr bis 8 Uhr morgens. Vielleicht bleibe ich hier heute Nacht. Am Ende der kleinen, aber feinen Strandpromenade von Kelnhusen ist ein DLRG-Turm. Wenn ihr da euch nicht irritieren lasst und einmal rumfahrt, geht dieser schöne Weg weiter entlang der Küste. So ein bisschen geschützt mit dem Gestrüpp hier. Schön zu fahren. Wie ihr vielleicht sehen könnt, steht da oben Monty. Ich bin jetzt gerade mal hier runter, weil ich die Ecke so schön fand. Und hier, das mit den Steinen gefiel mir auch unheimlich gut. Das ist so die Küste, wo ja, jetzt halt keiner ist. Ist eher mein Ding. Hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wo ich hergefahren bin, beziehungsweise das letzte Mal auch. Ich bin ja von hier unten gekommen, von Grömitz, entlang dieser Klosterschleuse. Bin dann hier nach Kelnhusen gekommen und habe hier an der Seebrücke aufgehört. Und jetzt bin ich allerdings hier so einen Bogen gefahren und dann von hier nochmal rein nach Kelnhusen, um den Ort auch zu sehen. Und fahre jetzt momentan hier lang, dann erstmal Richtung Dahme. Und da schauen wir dann weiter. Das Ganze hier gehört zum Ostseeküstenradweg Schleswig-Holstein, der hier auch nochmal zu sehen ist und den ich jetzt erstmal so peu à peu ein bisschen abfahren werde. Und ich bin immer noch begeistert von dieser absoluten Aussicht hier. Kann gar nicht aufhören zu schwärmen. Ja, jetzt bin ich an dieser Landzunge angekommen, wo ich vorhin sagte, ich hoffe, ich komme da noch dran lang. Da ist die Ecke, wie ihr sehen könnt. Und leider geht jetzt der Ostseeküstenradweg hier von der Küste erstmal weg, weil hier wohl ein Privatgrundstück ist, der ja wohl traumhaft wohnt. Und daher wird es jetzt wahrscheinlich erstmal ein Stück durchs Landesinnere gehen, Richtung Dahme. Was aber auch nicht weiter schlimm ist. Ihr müsstet diesen Duft erleben können hier von dem Wasser. Das ist echt Weltklasse. Man fährt jetzt hier so ein bisschen durchs Unterholz und kommt dann direkt. Moin. Moin. Wieder Richtung Küste. Zwischendurch ein paar Wohnhäuser und die Aussicht auf den Leuchtturm. Und da geht's jetzt erstmal hin. Also die wohnen hier schon nicht schlecht, muss ich so sagen. Wenn man da im Hintergrund schaut, wo die hingucken, ist das schon beeindruckend. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Leuchtturm an. Und zwar genau von hier. Mit dem passenden Leuchtturmwärterhaus. Man könnte meinen, hier links daneben, das ist vielleicht ein älterer Leuchtturm, der nicht ganz so hoch gebaut war. Aber hier, das ist wohl der aktuelle. Jo, ich bin jetzt schon in Dahme angekommen, am Ortseingang, wenn man vom Kelnhusen kommt, über den Ostseeküstenradweg. Und muss feststellen, hier ist ein super genialer Parkplatz, direkt am Wasser. 24 Stunden parken, kostet allerdings 7,50 Euro. Aber ich finde es schon nicht verkehrt. Allerdings habe ich da vorne einen gesehen, wo man 3 Stunden mit Parkscheibe stehen darf, von 8 bis 20 Uhr. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, wenn nichts zu finden ist, was komplett kostenlos ist. Ich werde jetzt mal da runterfahren und gucken, ob ich mit dem Rad direkt wieder unten an der Küste fahren kann und darf. Weil das Dürfen ist ja hier auch immer so eine Sache. Aber da wir uns ja immer an alle Regeln halten, werden wir das diesmal auch wieder tun.
Auch hier in Dahme gibt es anscheinend so eine Strandpromenade. Der Ort ist noch mal kleiner und weniger schick jetzt als Kelnhusen, geschweige denn Grömitz. Aber hat halt seinen eigenen Charme durch diese ganzen kleinen Häuser, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber was nicht ist, kann dennoch kommen. Jo, und hier steht wieder eindeutig Radfahren verboten. Ich gehe jetzt erstmal da hinten Richtung Seebrücke wieder und da sehen wir uns spätestens und hören uns. Also ich muss sagen, auch hier die Strandpromenade von Eisdielen über diese kleinen Andenkenläden, Cafés, Bekleidungen. Also es ist auch alles da und es ist auch alles sehr schön gemacht. Wirkt alles recht einladend. Ach, guckt euch mal die Schwäne an. Ja, hier im Haus des Gastes. Ein alter Seemann aus Holz und schöne kleine Wasseranlage, wo garantiert die ein oder anderen Kinder bei dem passenden Wetter gerne mal reinspringen. Ja, wie ihr sehen könnt, komme ich jetzt leider hier nicht weiter. Aufgrund von Sturmschäden ist der Zutritt zum Brückenkopf derzeit nicht gestattet. Aber das ist halt die Seebrücke von Dahme jetzt hier. Und da sieht man nochmal schön die Promenade. Also ich muss sagen, die Orte hier an der Ostseeküste selber sind alle ganz schön gemacht. Aber es ist hier halt nicht ganz so überlaufen wie in den größeren Orten, sage ich mal, weil Dahme und Kelnhusen schon ein bisschen kleiner sind. Es wirkt alles ein bisschen persönlicher. Aber wie ich schon sagte und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, bin ich begeistert. So von dem ganzen Drumherum mit dem Wasser, der Wind, auch wenn es ein bisschen kräftiger immer ist vom Wind, aber es ist nicht kalt. Und ja, was ich schon so oft gesagt habe, aber es ist einfach schön. Mal ohne Worte. Jetzt geht es erstmal entspannt in den Dünen weiter. Ist zwischendurch ein bisschen sandig der Radweg, aber ganz okay. Ach, da vorne endet er, glaube ich, schon. Ja, mal schauen, wo es noch weitergeht. Wo ein Wille, da auch ein Weg, hat mir mal jemand gesagt. Und da ist wohl was dran. Meine ersten Deichschafe auf dieser Tour. Normalerweise sieht man die hier öfter, aber sind die ersten. Ich fahre jetzt nochmal in den Ort Dahme rein, nachdem ich jetzt, glaube ich, komplett dran lang bin. Also hier scheint ein Campingplatz neben dem anderen zu sein. Mal schauen, was in die Richtung noch kommt. Ja, hier so im Ort ist auch ganz nett. Überall mal wieder so kleine, schöne Ecken. Und das, was man hier sieht, ist die andere Seite der Region. Also man kann auch entspannt durch die Felder fahren, ohne dem Wind des Meeres ausgesetzt zu sein. Ich hatte ja vorhin schon mal das Schild eingefangen von wegen fledermausfreundlicher Häuser. Und hier ist jetzt ein Fledermaus-Hotspot.
Schon nicht schlecht, was es alles gibt. Jo, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Bulli angekommen. Monty steht hinten drauf. Es ist kuschelig warm. Und ich habe ja mal unten in das Staufach, hier auf der Sonnenseite, diese Paneele ist übrigens sehr heiß, kann man kaum anfassen, weil da die Sonne die ganze Zeit drauf strahlt. Naja, was ich sagen wollte ist, dass ich unten in das Staufach an die Bordwand das zweite Thermometer gestellt habe, was hier verbunden ist, so ein Außensensor. Und zwar direkt an der Außenwand. Das heißt, oben, wo keine Isolierung ist, von Armaflex zum Beispiel, gegenüber isolierten Raum. Wie ihr seht, sind da gute 14 Grad Unterschied und das ist schon eine ganze Menge. Will ich mal so behaupten. Naja, ich werde jetzt erstmal einen Happen essen, dann wahrscheinlich noch ein bisschen am Strand laufen, für den Rest des Tages mein Buch weiterlesen, das kennt ihr schon von mir, und würde sagen, wenn nichts mehr kommt heute, macht's gut. Wir sehen uns morgen bei einer weiteren Radtour. Wohin genau, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich gucke gleich mal hier auf meinen Straßenatlas, was hier so in der Umgebung ist. Und dementsprechend werde ich das dann spontan entscheiden. Jo, soweit so gut. Ach ja, von wegen Stellplatzwechsel werde ich doch nicht machen, weil dort nicht gewünscht ist, dass man mit dem Wohnmobil bzw. mit so einem umgebauten Camper steht. Und das Problem habe ich hier halt nicht. Da müsste man dann auf spezielle Wohnmobilstellplätze und das möchte ich nicht. Also ich möchte schon so ein bisschen allein stehen, dass man abends auch seine Ruhe hat. Jo, aber das war's jetzt. Ciao, macht's gut, euer Markus.